wenn viele Gründer gefragt werden, so, ja, warst du schon immer voll überzeugt und so von deiner Firma? Ganz ehrlich, ich glaube, die lügen alle. Das ist wirklich so ein Achterbahn hoch, runter und da musst du eine gewisse Belastbarkeit halt mitbringen, weil sonst packst du das nicht. Durch den Verkauf an sich, das macht dich reich. Ich bin Katharina, 36, bin Technikerin und verdiene damit mein Geld. Es gibt wirklich ohne Ende Applikationen, wo irgendwas strömt. Katharina ist ganz oder gar nicht. Meine Mama wollte mich immer schon so als Prinzessin haben. Ja, sie hat gesagt, ich mache mich selbstständig. Ich bin Geschäftsführerin der Firma Vectoflow. Wir stellen aerodynamische Messtechnik her. Die Sonden sind sehr, sehr klein. Und das Ganze soll man aus Metall drucken. Das war eine Herausforderung und der Hersteller hat gesagt, es geht nicht. Und da hatte sich dann ein Formel-1-Team halt eines Tages halt gemeldet. Und ich dachte, okay, das kann nicht richtig sein. Erst geht der Flo, dann geht mein Ex-Freund. Und da bin ich gegen den Baum gefahren und dann war ja erstmal Schluss. Ne? 8 Ärzte haben sie notoperiert. Das ist ein Stück Ast durch mein Auge in meine Stirn und das dann in mein Hirn rein. Es war nicht garantiert, dass sie das überlebt. Wenn du dann halt aufgibst, so, dann brauchst du auch nicht mehr weitermachen. Ja. Es ist tatsächlich einfach, dass wir in jeder Strömung, die es so gibt, also Luft, Wasser, Gas, Öl, ist eigentlich egal, Hauptsache es bewegt sich irgendwie und dann messen wir da was. Dann messen wir zum Beispiel, wie schnell ist das denn oder von welcher Richtung kommt das denn oder was ist der Druck oder Temperatur. Es muss alles effizienter sein, es muss alles windschnittiger und aerodynamischer entwickelt werden. Es wird immer wichtiger in vielen Bereichen und deshalb ist es natürlich essentiell, dass ich das halt messe und daraus dann das entwickeln kann. Also das ist zum Beispiel eine Sonde von uns, die spanne ich oben in so eine Art Schwert ein, das ist wie so ein Arm. Und der Arm, der verfährt dann die Sonde quasi hier einmal komplett runter. Es geht alles automatisch und währenddessen misst es allerlei Parameter aus der Strömung. Und dann kann ich daraus zum Beispiel, wenn da jetzt Flugzeug auch noch dranhängen würde, okay, ein Flugzeug nach dem anderen, wie viel muss denn der Abstand sein, also dass ich nicht in so eine Wirbelschleppe zum Beispiel reinfliege. Meine Mama wollte mich immer schon so als Prinzessin haben und auch immer mit Kragen und Kleidchen und immer ganz, ganz schick. Schau mal, und das finde ich auch total süß. 92 ist das, da warst du 5. Das schaut so schrecklich aus. Nein, das ist total niedlich. Mhm. Ich weiß noch, dass ich diese Dinger immer gehasst habe. Und du mir die immer aber trotzdem angezogen hast. So wie viele Mütter sich selber vielleicht in der Tochter verwirklichen möchten, habe ich also meinen Wunschtraum erfüllt und habe sie ins Ballett geschickt, weil ich selber nie im Ballett war. Schau mal hier. Oh Gott. Ja. Überleg mal, du warst immer so grazil, hammermäßig. Aber ne? Sieht da wohl geändert. War nicht so meins. Also ich wollte eher so Judo oder irgend sowas machen. Das war halt ihr Traum, ja. Und das muss ich dann ein bisschen zerstören. Katharina ist, so kann man beschreiben, ganz oder gar nicht. Also sie ist nicht irgendwie so der Norm entsprechend gewesen. Ich hatte ganz, ganz viel Lego und Lego-Technik. Wenn ich irgendwie eine Barbie gekriegt habe oder so, da habe ich den Kopf abgeschnitten und die Person durfte dann nicht mehr zu mir kommen. Also da war ich anscheinend sehr rigoros, das hat mir meine Mutter mal erzählt. Dann haben sich meine Mutter von meinem Leiblichen Vater getrennt. Da war sie wirklich sehr, sehr arm.
Und sie hat dann auch Vollzeit gearbeitet mit 2 Jobs und allem. Das war schon sehr, also für meine Mutter eine sehr, sehr harte Zeit. Mein Stiefvater hat eine eigene Firma für Brückenübergangskonstruktionen, primär für die Bahn, gehabt. Und irgendwann hat er die Begeisterung, die er für Mathematik hatte, quasi auf sie übertragen. Und da hat es Klick gemacht und dann hat sie Mathe-Leistungskurs gehabt. Und ich bezweifle, wenn ich ihn nicht kennengelernt hätte und sie mit ihm nicht zusammen gewesen wäre, dass sie heute das wäre, was sie ist. Ich habe nie irgendwie Geld von ihm irgendwie in Übermaßen oder so gekriegt, sondern ich habe halt alles immer mir selbst finanziert. Und deshalb dachte ich eigentlich, ich kriege gar kein Auto. Und dann habe ich einen alten Fiat Cinquecento gekriegt. Und zu diesem Auto habe ich auch ein dickes Buch gekriegt, quasi wie du den selbst reparierst. Also ja, okay, wenn du willst, dass das Ding weiterfährt, dann mach das mal. Ich habe Maschinenbau studiert und ich war sehr selten in Vorlesungen. Und ich habe immer währenddessen einfach gearbeitet. Gar nicht irgendwie, weil ich jetzt irgendwie unbedingt mehr Geld haben wollte, sondern einfach, weil ich auch mal sehen wollte, wo geht's denn dann mal hin. Ich habe für verschiedenste Firmen gearbeitet. Bei Airbus, dann habe ich für die NASA, ich habe für Lufthansa Technik, ich habe für ganz viele verschiedene Firmen gearbeitet und halt immer mit so Messtechnik und fand das halt immer ganz schrecklich. Wenn du dann irgendwie mit zu viel Bar hinten einfach mal draufgegangen bist, um das halt mal freizupusten oder so, ja, hattest du nachher 5 Teile in der Hand. Also wir hatten da zum Beispiel eine Sonde gehabt, die halt auch wieder, ich weiß nicht, ob sie kaputt war oder ob da auch wieder irgendwie was drin war und so. Und wir hatten das halt so in der Hand, das kann doch nicht wahr sein. Das ist also so ein einfaches Ding einfach. Wir hatten uns einfach gedacht, na, dann, das kann man doch mit additiver Fertigung bestimmt besser machen. Und nicht nur besser und robuster, sondern auch flexibler. Ja, eigentlich ist doch jetzt 3D-Druck, gibt es im Metall, ist eigentlich jetzt schon ganz gut. Wenn man das, die ganze Messtechnik eigentlich drucken würde, das wäre eigentlich ganz, also würde eigentlich sehr viele Probleme lösen. Die Sonden sind sehr, sehr klein. Und in diesen ganz kleinen Sonden sind noch ganz dünne Kanäle, die offen sein müssen, dürfen aber nicht miteinander verbunden sein. Und das Ganze soll man aus Metall drucken. Das war eine Herausforderung und der Hersteller hat gesagt, das geht nicht. Und dann haben wir nach, weiß ich nicht, wie viel hunderten Drucken, hatten wir irgendwas in der Hand, was halt funktioniert hat. Zwar hässlich aussah, aber es hat ja funktioniert. Und dann war so, okay, was machen wir denn jetzt damit? Sind wir die Einzigen, die das irgendwie eine gute Idee fänden? Oder die das hier als Problem sehen? Oder gibt es da vielleicht noch ein paar mehr? Dann habe ich vom Bundesministerium für Wirtschaft, glaube ich, war das. Das heißt Exist. Da wirst du für ein Jahr quasi gesponsert. Und da wird dir halt ein kleines Gehalt gezahlt und du hast dann ein bisschen Spielgeld, wo du dann irgendwelche Sachen halt mitmachen kannst. Ja. Und dann haben wir uns da beworben. Und dann kamen wir aber relativ schnell eine Antwort und haben gesagt, ja, die Idee voll super und so, aber ich fehlte BWLer. Und wenn du Maschinenbauer bist, das ist so das Letzte, was du hören möchtest. Da denkst du, das kann doch nicht wahr sein, jetzt brauche ich echt so einen Hansel da, dass ich hier dieses Stipendium da kriege, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich von so einem MBA gehört, den man in 10 Monaten in Paris machen kann. MBA ist kurz für Master of Business Administration und das ist extra für Leute, die mit technischem Hintergrund kommen. Dann habe ich das dem Bundesministerium vorgeschlagen und gesagt, hey, wenn ich das mache und angenommen werde, kriegen wir dann ein Stipendium, wenn ich dann die BWL-Troller bin. Und
Und dann hast du ja auch in, sag ich mal, Berufe so ein bisschen reingeguckt, die dann halt eher so in Richtung betriebswirtschaftlich oder so. Und das sind natürlich immer die Berufe, wo du dann halt eigentlich auch grundsätzlich mehr verdienst. Und das ist dann schon so, dass sich das ein bisschen triggert. Wenn du dann halt gesehen hast, wie quasi einer nach dem anderen halt dann da irgendwelche Verträge unterschrieben hat und alle haben sich dann erstmal eine neue Wohnung, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein neues Auto oder irgend sowas. Und ich war halt so, okay, ich bleibe in meiner Studentenwohnung und mein Auto ist eigentlich auch noch, es fährt noch und ja, ich bleib mal so. Also ich war entsetzt eigentlich, weil ich bin halt vom Typ her anders und mehr auf Sicherheit. Und sie hat gesagt, ich mache mich selbstständig. Und ich habe immer gedacht, mein Gott, warum, sie hat ja jetzt eine tolle Ausbildung. Warum bewirbt sie sich jetzt nicht bei BMW oder Siemens und wählt für eine Frau auch vor allen Dingen den einfacheren Weg? Wir saßen dann halt einfach an dem ersten Tag in Jogginghose zu Hause. Und da so, ja, okay, wie fangen wir denn jetzt hier überhaupt an? Was macht man denn mit einer Firma? Und also, was wäre denn jetzt hier wohl wichtig? Und gerade am Anfang sagen die dann natürlich auch viele, also mit denen du dich dann technisch austauscht, so, ah, nee, Katharina, lass mal machen. Nee, das ist eine dumme Idee, mach das nicht. Ich finde es immer lustig, wenn viele Gründer gefragt werden, so, ja, warst du schon immer voll überzeugt und so von deiner Firma? Und die dann immer so, hey, auf jeden Fall, ich wusste, dass das funktioniert. Ganz ehrlich, ich glaube, die lügen alle. Also muss ich ehrlich sagen, weil du zweifelst so viel. Also viele haben uns den Misserfolg vorhergesagt. Und wir haben oft die Situation gehabt, wo wir gesagt haben, ach komm, das wird nichts oder schwierig oder zu schwierig. So war ich ja quasi, wollte jede Firma mich haben. Ja, zerstöre ich mir das jetzt, wenn ich quasi eine Firma gründe und dann geht es halt schief, wie meistens Startups schief gehen. Und dann verspiele ich das alles. Dann haben wir quasi die Webseite gebaut und da haben wir auch ein Kontaktformular quasi drauf gehabt, also wo sich dann halt potenzielle Interessenten quasi melden können. Und zwei Wochen später hat uns ein Formel-1-Team kontaktiert und gesagt, hey, wir finden das super und wir möchten jetzt so eine Sonde von euch haben. Ich dachte, okay, das kann nicht richtig sein. Das haben meine Freunde irgendwie sie haben irgendwie die Webseite gehackt oder so. Wir hatten bisher mal was für die Uni gemacht oder so, ne? Aber wir hatten ja noch nicht wirklich einen Kunden, also einen richtigen. Und die haben natürlich dann gefragt, ja, was habt ihr dann irgendwie für Kunden und so. Und da ist dann halt schon so, ja, oh, sorry, das ist alles hier confidential, kann man leider nicht sagen und so. Da haben wir dann schon ein bisschen, sag ich mal, mehr an, sag ich mal, verkauft, als wir dann schon, sag ich mal, hatten. Man konnte halt den Parkplatz überblicken von diesem Besprechungsraum, wo wir auch drin saßen. Und da saßen die wahrscheinlich auch noch drin und so. Und dann habe ich nur zu meinen Jungs gesagt, so, reißt euch zusammen, bis wir im Auto sind, reißt euch zusammen. Und sobald wir im Auto halt saßen, war es halt wirklich so, ja, so total irre geschrien und alles, weil wir das tatsächlich nicht glauben konnten. Wir konnten es gar nicht glauben, dass wir in so kurzer Zeit schon einen Kunden dieser Größenordnung überzeugen konnten von uns. Und das war natürlich dann der Grund, am Abend erstmal ordentlich feiern zu gehen. Wir haben einen Kunden, wir haben einen zahlenden Kunden, also der nicht irgendwie ein Projekt mit uns irgendwie macht oder irgend sowas, so ich will das mal ausprobieren, sondern der will einfach unser Produkt kaufen. Also ich war so stolz wie Oscar, das war unglaublich. Und dann haben wir uns gedacht, oh Mist, ja, wir müssen ja alles jetzt schnell aufstellen. Wie stelle ich eine Rechnung? Wie rechne ich das ab und so weiter? Und haben dann wirklich innerhalb von wenigen Monaten dem Kunden seine Sonde geliefert, der er von uns haben wollte. Und da sind wir in dem Jahr auch mit einem Gewinn rausgegangen, tatsächlich gleich.
Und dann hat sie gesagt, Mama, und jetzt kaufe ich mir einen Windkanal. Also, ja, gut, was sollte ich dazu sagen? Also, das war eine Welt, ja, die war für mich dann eben doch eine ganz andere Welt. Herzlich willkommen zum Deutschen Gründerpreis 2018. Dankeschön. Hier sind die Finalisten der Kategorie Startup. Das Team von VectoFlow hat Sonden entwickelt, die man individuell gestalten und ausdrucken kann und die technisch konkurrenzlos sind. Ich dachte mir, wenn ich das nicht jetzt ausprobiere, dann macht es jemand anders und dann werde ich mich enorm ärgern. Und ich wusste schon gleich, dass ich nie irgendwo anders so viel lernen werde, wie wenn ich meine eigene Firma gründe. Ihre hochpräzisen Sonden in 3D-Druck. Ein Erfolg für die Gründerin Katharina Kreitz und ihre beiden Geschäftspartner von VectoFlow. Wir waren ja ursprünglich mal 3 Gründer, Christian, Florian und ich. Und ich finde es halt krasser als eine Hochzeit, weil die Person hast du erstmal sehr, sehr lange hier am Bein. Und die siehst du auch mehr als deinen Partner. Deshalb sollte es schon eine Person sein, die du auch persönlich halt schätzen kannst. Und klar, du musst ja nicht immer einer Meinung sein, aber dass du grundsätzlich schon mal den gleichen Weg irgendwie einschlagen möchtest. Und dann kamen halt ganz, ganz viele Preise und ja, ich bin natürlich auch sehr, sehr stolz auf meine Tochter. Stimmt wohl, der Steinmeier. Unser Bundespräsident und der Herr Seehofer, dich eingeladen haben, weißt du noch, in die Residenzkirche. Ja. Das ist auch ein tolles Bild, finde ich. Frischer Wind. Katharina Kreitz schlug nach ihrem Studium die Angebote der besten Firmen aus und machte sich lieber selbstständig. Ja, wo du nicht so der Fan warst am Anfang. Ihr standen alle Türen offen, sicher bis zur Rente, respektables Einstiegsgehalt, alles abgelehnt. Ich bin jetzt keine Person, die zum Beispiel irgendwie jeden Tag gerne shoppen geht oder so. Da bin ich einfach nicht der Typ. Ja, also dementsprechend, so an sich brauche ich da nicht so viel Geld, wo ich ja halt gerne was für ausgebe, ist halt für technische Sachen tatsächlich. Und ich gehe sehr, sehr gerne essen. Deshalb, das ist mir auch, sag ich mal, viel wert und da will ich auch nicht drauf verzichten. Also wir machen das hier nicht, um Millionäre zu werden, wenn es so kommt, ist auch schön, aber wir machen es tatsächlich eher, weil wir eine Idee hatten, die wir umsetzen wollen. Wir wollen uns da durchsetzen. Dein Fokus ist ja quasi die Firma. Die Firma soll wachsen und wie kann die Firma wachsen? Klar kannst du dann sagen, jo, ich nehme hier das meiste raus. Für die Mitarbeiter habe ich eigentlich nichts übrig. Ich bin dann kurz, bin ich Queen und dann gehen wir aber ganz schnell bergab. Dementsprechend steckst du tatsächlich eigentlich eher etwas zurück, dass du sagst, okay, ich zahle mir jetzt hier nicht so viel aus, weil du steckst das ja in die Firma rein. Kurz bevor ich quasi nach Amerika gegangen bin, war halt so ein bisschen, okay, der Florian wird gehen. Das war dann erstmal ein krasser Rückschlag. Also das hat mich schon sehr, sehr getroffen. Also wie sollen wir das denn hinkriegen, quasi ohne ihn jetzt? Ja? Ich habe dann noch zusätzlich, weil unsere Kunden sind überall, du durftest ja aussuchen, wo du hingehst. Und dann habe ich immer mal von New York oder von San Francisco aus gearbeitet, weil ich habe dann ja ohne Ende Kunden besucht. Und parallel, gerade mit dieser Zeitverschiebung und dann sprudeln da E-Mails und alles ein, ne? Weil der Tag in Deutschland ist ja schon gelaufen. Ich hatte eigentlich immer so ein bisschen Angst um meine Tochter, weil... Also sie hat furchtbar viel gearbeitet, sie war richtig Workaholic, also das kann man nicht anders sagen. Ich mag arbeiten, das ist eigentlich kein Problem, aber da war es schon, glaube ich, ein bisschen kritischer. Aber da habe ich dann wirklich, glaube ich, nur noch 3 Stunden geschlafen, da habe ich dann keinen Sport mehr gemacht, da habe ich eigentlich nur noch gearbeitet.
Und dann hatte sich tatsächlich dann damals mein Ex-Freund von mir getrennt. Und das war natürlich dann erst okay, erst geht der Flo, dann geht mein Ex-Freund. Und da war ich so, what's next? Ja, also, und ja, dann war ich ja Skifahren und dann bin ich gegen den Baum gefahren. Und dann war ja erstmal Schluss. Ne? Ich kriegte dann einen Anruf von der Freundin, die mit ihr Skifahren war und die dann nur gestammelt hat, Katharina, sie hat einen Unfall, sie hat überall Blut, sie atmet so schwer. Die gleiche Abfahrt, die bin ich wahrscheinlich in meinem Leben schon tausendmal gefahren. Und statt rechts zu fahren, bin ich mich geradeaus gefahren. Da ist sie dann die Böschung runter und hat sich erstmal einen offenen Trümmerbruch vom linken Schienbein zugezogen und ist dann mit der linken Gesichtshälfte an den Baum. Da war kein Knochen mehr vorhanden, das war alles zertrümmert. Und dann ist ein Stück Ast durch mein Auge in meine Stirn, hat die kaputt gemacht und ist dann in mein Hirn rein. Es war ja alles so Blut und, weiß ich nicht, Ekel, Matsch, Gedöns, ja, was da alles so halt rausgeflossen ist. Gott sei Dank war an dem Tag schönes Wetter, sonst hätte kein Helikopter fliegen können, dann hätte ich das nicht überlebt. Als ich dann im Krankenhaus ankam, da schoben zwei Ärzte gerade mit im Bett vorbei, da lag sie drin. Dann hat mich einer der Ärzte angeguckt und hat gesagt, ist das Ihre Tochter? Ich sage, ja, wie hat sie das bloß geschafft? 8 Ärzte haben sie notoperiert. I waited outside. I took it remote. Es war nicht garantiert, dass sie das überlebt. Und danach hieß es, na ja, wenn sie es überlebt, dann mit bleibenden Schäden. Und dann lag ich erstmal im Koma. Und dann hatten die halt wegen diesem Hirnschaden, hatten sie ja gesagt, ja okay, mindestens ein Jahr Koma und dann infantil aufwachen. Also weil das wird nichts. Hey, Mann, hey, Mann. Und dann ist sie aufgewacht und da konnte sie noch nicht mal die Uhr lesen. Und ich habe sie dann im Rollstuhl da geschoben und jeder, der entgegenkam, den hat sie freudig begrüßt, so hallo. Und man hatte mir dann gesagt, also es könnte durchaus sein, dass ihre Tochter infantil ist. Aber in den 5 Wochen hat sie sich nach und nach wieder aufgerappelt. Und sie sagte selber mal von sich, also Mama, wenn ich nicht so eine Kämpfernatur wäre, hätte ich das nicht überstanden. Und ich denke mal, das stimmt. Also sie hat wirklich sich zurückgekämpft ins Leben und sie hat den eisernen Willen gehabt, dass also alles wieder so wird, wie es früher mal war. Wenn du dann halt aufgibst, oh, dann brauchst du auch nicht mehr weitermachen, ja? Also dementsprechend. Was natürlich erstmal echt blöd war, ich bin so jemand, ich habe nicht viel aufgeschrieben, weil ich hatte es ja im Kopf, das braucht ja, also dann brauche ich ja nichts aufschreiben. Ne? Super peinlich, mussten meine Leute bei den Kunden teilweise anrufen und sagen, ja, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber was machen wir denn eigentlich gerade mit euch oder so, weil wir können leider Katharina gar nicht fragen. Es war halt glücklicherweise einfach schneller, als alle gedacht haben. Und klar, es ist immer mit sehr, sehr viel Eigeninitiative natürlich auch. Also ich musste ja dann auch da wieder laufen lernen und alles. Ne? Und natürlich kannst du auch den ganzen Tag im Bett liegen oder du rennst halt konstant mit Krücken irgendwie da rum, dass du halt wieder die Muskeln irgendwie aufbaust und so. Ist natürlich deine Entscheidung. Also der Unfall war Mitte Februar und ich glaube, ich war im August wieder in der Firma. Dann habe ich erstmal so langsam wieder quasi leichte Sachen übernommen. Und da war es tatsächlich sehr, sehr schön, weil einfach meine Leute einfach nur glücklich waren, dass wir wieder da waren. Von der Energie und der Fähigkeit hat sich überhaupt nichts verändert. Nein, gar nichts.
Also man merkt eigentlich überhaupt nichts mehr. My name is Katharina. I'm founder and CEO of the company Vectorflow, and we do aerodynamic measurement systems. And I convince girls that technique is really a good thing, that math and physics can be really fun. Frauen müssen mehr oder müssen mehr Geld verdienen und auch ein bisschen sich davon lösen, dass ja sie den Versorger immer neben sich haben und auch um Richtung Alltagsarmut mal vorzubeugen. Anscheinend ist es jetzt für die, sag ich mal, sehr, sehr jungen Mädels ist es jetzt nicht so interessant. Aber da kannst du dann natürlich mit ein bisschen älteren Mädels oder Frauen auch reden, sagen, hey, das ist was, wo ihr auch wirklich gut Geld verdienen könnt und wo ihr dann vielleicht keine Probleme habt und ihr werdet immer gebraucht. But do you think that when we have these just female events, shouldn't we, I don't know, have it also with men, because we also need to tell the guys that we are quite good, right? And we know it already. Yeah. Bit mixture would be good. Man ist ein Moneymaker von Haus aus, wenn man, glaube ich, ein Unternehmer ist. Weil das Ziel ist natürlich schon auch der finanzielle Erfolg, der ja auch ein bisschen reflektiert, wie man als Unternehmer erfolgreich ist, beziehungsweise wie erfolgreich die Produkte sind im Markt. Der Moment, wo du dann quasi ja als Gründerin verdienst, ist ja in dem Exit-Fall. Durch den Verkauf an sich, das macht dich reich. Jetzt zum Beispiel sind wir gerade zwischen 25 und 35 Millionen, wo wir aber auch mit der Zeit dann auch wieder wachsen. Ja, wenn ich es jetzt verkaufen würde, würde ich das bekommen, aber ich will es ja jetzt gar nicht verkaufen. Also wir wollen jetzt erstmal, dass wir quasi diese ganzen Lieferdrohnen tatsächlich mit unserer Messtechnik instrumentieren, was dann halt eine Serienanwendung ist, wo die halt mehrere tausend im Monat brauchen. Und das Gleiche dann für Windkraftanlagen, was ich auch sehr schön finde, weil es dann halt man nochmal wieder sehr, sehr direkt quasi an der Verbesserung unserer Erde irgendwie arbeiten kann. Wir sind schon technologisch führend, ja. Also die Kombination von additiver Fertigung, wie wir die Sonden dann bauen, designen, plus die Fähigkeit, die Sonden dann bei uns zu kalibrieren, auch im Überschallbereich, das ist schon einzigartig in der Welt. Ja. Also ich kriege jetzt halt auch von denen damals, also wo ich die ja in dem Moment quasi so ein bisschen beneidet habe, so quasi, ja, ihr habt den festen Job, das alles hier so geregelt und so, kriege ich tatsächlich so, oh ja, du machst ja eigentlich das, was quasi so, was das Schöne ist, du verwickelst dich ja selber. Weil halt sehr viel, also gerade im technischen Bereich ist halt, da ist nicht der Fokus so dermaßen auf Geld, sondern du machst halt was, du lebst halt irgendwie so deinen Traum oder so. Das ist halt tatsächlich einfach so viel wert. Und also ich bin glücklich, dass ich mich damals so entschieden habe, weil es gab genug Momente, wo ich so gezweifelt habe, so, oh Gott, nein, das wäre ich doch lieber mal dahin gegangen und so. Also erstmal bin ich sehr glücklich, dass ich das so gemacht habe. Ich muss diesen unbedingten Willen haben, erfolgreich zu sein. Und das hat uns immer wieder weitergebracht. Und da hat die Katharina einen entscheidenden Beitrag geleistet, da dran zu bleiben und immer, immer wieder das Unternehmen voranzubringen. Darum geht's, glaube ich.